Ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin heute top fit. Ich merke meinen Körper noch ganz schön. Aber ja, das ist so irgendwann der Normalzustand bei intensivem Training, dass man eigentlich zwischen den Trainingseinheiten kaputt ist, im Training Gas gibt, um dann wieder in die Erholungsphase zu gehen bis zur nächsten Trainingseinheit. Hab diese Woche ja Push und Pull oder Pull und Push zusammengezogen. Jetzt werde ich es wieder in der aktuellen, heute startenden Routine, Rotation wieder auseinanderziehen. Das heißt, ich habe heute Pull. Vorgestern haben wir Beine trainiert. Und morgen ist dann wieder Rest Day angesagt, um wieder ein bisschen die Frequenz auseinanderzuziehen. Heute steht wieder Heben auf dem Plan. Ich habe heute Morgen schon gemerkt, wie kaputt mein Beinbeuger noch ist. Und vor allen Dingen mein Adduktor ist kaputt. Bin gespannt. Heute steht SLDL auf dem Plan. Bedeutet Kreuzheben mit gestrecktem Bein. Also wieder viel Fokus auf der hinteren Kette. Viel Fokus auf dem Beinbeuger. Also bin gespannt, wie es heute läuft. Ich werde gerade noch ein bisschen fit. Ich habe heute mal ein anderes Pre-Workout. Crank Focus. Ich muss sagen, ihr habt ihn sicherlich schon online gesehen, ist jetzt schon ein, zwei Wochen im Shop. Ich finde ihn total geil. Bin aktuell auf dem Tropical hängen geblieben. Mundet mir gut und ich kann nicht leugnen, dass ich ein kleiner Koffein-Junkie bin. Schon immer, habe ich ja schon mehrfach gesagt, auch was so die Hardcore-Booster früher anging, als sie noch erlaubt waren, habe ich es immer deutlich übertrieben. So lange, bis ich gemerkt habe, das ganze Zeug wirkt nicht mehr. Körper ist total hinüber. Problem ist, wenn man es gerade mit den Hardcore-Stimulantien übertreibt, man schüttet halt unglaublich viel Cortisol aus, also viel Stress auf den Körper. Man braucht immer mehr und dann wird es Zeit, Pause zu machen. Bei Koffein ist das ganz cool. Man kann das relativ lange machen. Man hat lange einen Benefit davon, ohne gegen die Wand zu fahren. Deswegen favorisiere ich immer Koffein. Ich bin eh ein Kaffeetrinker schon immer. Seitdem ich 16 bin oder so, trinke ich Kaffee. Hab morgens immer so meine 4 doppelten Espresso. Pre-Workout einen doppelten Espresso. Und dann gibt es ja immer so die kleine Klatsche vom Training. So 300 bis 500 Milligramm Koffein. Hier sind jetzt 160 drin. Das ist das, was in Deutschland pro Dose zugelassen ist. Ich habe jetzt einen Schluck, ist noch drin. Fast die ganze Dose schon ausgetrunken. Hab noch 100 Milligramm als Kapsel ergänzt. Pump ist nämlich leider leer. Also zu Hause leer. Steht im Gym. Werde ich mir gleich noch ein kleines Pump-Boosterchen reinkloppen, damit da auch ein bisschen Blut in die Muskulatur kommt. Und dann steht heute, wie gesagt, Pull an. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ist das Rotation A oder B? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall steht SLDL auf dem Plan, Nautilus Pulldown. Und heute werde ich alle Top-Sätze für euch filmen, weil ich habe es den Kommentaren entnommen. Ihr findet das Konzept cool, aber ihr wollt noch mehr Training sehen. Also bekommt ihr heute wirklich ein komplettes Training. Ich trainiere heute auch alleine. Ricky trainiert, glaube ich, synchron. Und dann können wir auch mal ein bisschen mehr Training filmen. Das ist einfach so, gerade wenn man zu zweit trainiert, kommt dann ganz schön viel zusammen und die Videos würden schnell die Stunde sprengen. Ich weiß, jetzt kommentiert jemand, dann ist es so. Aber ich gucke jetzt selber auch ab und zu YouTube und ich kenne es selber. So bis 20, 25 Minuten kann man ein Video mal zwischenklemmen. Bei einer Stunde wird das dann schon zum Cardio-Video. Von daher, heute alle Top-Sätze für euch, heute SLDL. Ich bin richtig gespannt und ich weiß noch nicht, was ich mache. Normalerweise schreibe ich ja mein Logbuch immer schon vor. Das Logbuch ist noch im Rucksack, ich habe es nicht vorgeschrieben, weil ich immer noch unschlüssig bin, was ich heute mache in Bezug auf die Progression. Ach, schöne S-Klasse hier. Ach, schöne weiße S-Klasse. Schick. In Bezug auf die Progression, letztes Mal mit Justin, das Video habt ihr ja hoffentlich gesehen, wenn nicht, einmal oben abchecken, haben wir wirklich schwer gehoben, haben einen Sprung gemacht auf 210 Kilo und das Ganze war, glaube ich, 8 Mal, gucke ich gleich nach, oder 9 Mal, ich weiß es gar nicht mehr, also könnte ich eigentlich mit dem Gewicht hochgehen, wobei die letzte Wiederholung
hat sich nicht so hundertprozentig gut angefühlt. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich bin ein bisschen instabil geworden. Es sah aber gut aus. Von daher könnte ich eigentlich eine ganz, ganz leichte Load-Progression machen. Ich habe es im Instagram-Post gesagt. Mein Ziel ist es, 8 mal 220 zu heben. Anfang des Jahres war ich bei 5 oder 6 mal 220. Also das ist noch ein bisschen Arbeit, weil 2 mal 220 mehr heben am Limit ist ganz schön viel. Dementsprechend, ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Fangen wir mal mit Nautilus Pulldown an. Erstmal schreibe ich mein Logbuch und dann starten wir mit Nautilus Pulldown. Und dann kommen die SLDLs. Lightweight. Easy. 9 Reps. Oh. Yes! Ha, geil. Ah, schöner Starter. Ellbogen tut immer noch weh von der Pendulum, aber 750 Gramm mehr als letzte Woche mit der gleichen Anzahl an Reps. Small increasement. Huh. Okay. Rechte Seite. Topsatz. Oh, schön. Jetzt kommt die linke Seite. Und ich habe es in einem Video Ewigkeiten her mal erwähnt, dass meine linke Seite immer schwächer ist. Und ich habe die Pausen deutlich verlängert. Bedeutet, zwischen rechts und links mache ich genauso lange Pause wie zwischen einem beidarmigen Satz mit dem darauffolgenden beidarmigen Satz. Wenn ich mit Justin trainiere oder mit Michi oder mit sonst wem, machen wir es so. Einer macht einen rechten Arm, der andere macht einen rechten Arm, dann geht es weiter mit dem linken Arm, um wirklich Pause dazwischen zu bringen und Zeit zu haben, zu regenerieren. Geht gar nicht um die Muskulatur. Muskulatur links ist ja frisch, aber ihr hört, wie ich schnaufe und ihr geht ja auch nicht in den nächsten Satz, wenn ihr noch schnauft, idealerweise. Bedeutet, ich mache jetzt Pause, gucke, wie ich mich fühle. Und ich weiß, ich bringe Leistung, weil ich weiß, hier oben in der Birne, in der Kleinen, da sind jetzt die 9 Reps, die ich machen muss mit der linken Seite. Die linke ist bei mir tendenziell schwächer. Dementsprechend Pause, durchatmen und dann machen wir jetzt gleich mal die linke Seite. Ich glaube, das waren gute 2 Minuten jetzt. Oh, mein Ellenbogen nervt. Habe ich irgendwie der Pendulum verdreht oder so? Keine Ahnung. Gut reingekrallt. Oh. Aber nächste Woche geht's zur Physio. Ich guck mal, dass ich euch da mitnehme. Was wir den Ellenbogen fixen. 9 Stück. Oh. Schön. Oh, geil. Oh, schön.
Ist lustig, eben noch schnell bisschen Pump-Booster gesoffen. Ich bin sofort drin. Puh. So. Bergaufsatz. Und dann geht's darüber. Ich habe jetzt 215 rausgeschrieben. Wir machen einfach 200 Kilo mehr als letzte Woche. Pro Seite 5 Kilo mehr. Von 210 auf 215. Und arbeiten das weg. Einfach wegarbeiten. Alter! Oh. Easy! Und nochmal zwei. Eins. Eine Rep fehlte, aber die siebte war wie Kaugummi. Oh, 2,15. So, ich bin so ein schlechter Heber, aber es macht so viel Spaß. Technik viel besser als letztes Mal. Schön konzentriert. Stabil. Alter, aber die letzte Scheiße. Mann! Okay, genug geballert. Huh. Oh. Schön. Ich kann mich nur wiederholen. Wenn ihr eine aufgelegte T-Bar habt, benutzt sie. So genial. Mit Partner noch besser. Weil irgendwann kommt ihr nicht mehr oben rein. Aber ich feiere die Maschine so dermaßen. Und ich muss sagen, das hier, ich habe keine Ahnung. Diesen Hersteller habe ich noch nie gehört. Mein Kumpel hat das Ding in irgendeinem Studio gefunden, hat es mitgebracht. Hat 300 Euro gekostet und ist absolut weltbest. Verdammt schwer und verdammt gut. Wenn ihr einen schwachen oberen Rücken habt, Upper Back Rows. Ähnlich wie jetzt lange rudern, nur dass ihr noch ein bisschen höher zieht, also mehr hier oben hin. Und vor allem jetzt hier ein Brustpolster hat, um stabil zu sein. Ihr habt gesehen, die letzten Wiederholungen komme ich mit dem Oberkörper leicht hoch, bringe ein bisschen mehr Spannung in den Rückenstrecker und den Gluteus, um den Winkel noch mal leicht zu verändern und dann mit ein bisschen Schwung noch in die Kontraktion zu kommen. Na, ganz klar, den Stretch, den überlebt man hier wunderschön, aber dann natürlich mit ein bisschen Schwung noch mal hoch, um ein, zwei Wiederholungen, ich würde sagen, 8., 9. war okay und die letzten beiden waren ein paar Cheat Reps, aber absolut okay, weil ich das immer so hier mache. Das ist immer ganz wichtig. Technik sollte nachvollziehbar sein, damit ihr wirklich seht, ob es besser wird. Oh. Und ich merke meinen Beuger an meinen Arsch so dermaßen. Oh. Aber ich freue mich. Anfang des Jahres, voll in der Offseason. Ich glaube 6.500 Kalorien nach Plan.
ab und zu mal ein bisschen was on top. Also mit ab und zu mal was on top meine ich so Daily Toppings. Mal 5 Gramm Zartbitterschokolade extra. Ab und zu mal morgens ein Brötchen mit dazu. Als, ja, wie nennen wir das jetzt? Leckere Ergänzung. Einfach weil es Peak-Off-Season war und ich die 150, 152 halten wollte. Da musste da auf jeden Fall was rein. Und da habe ich, glaube ich, 6 mal 2,21 gehoben. Und diese 2,21 will ich unbedingt auf 8 bringen. Und ich musste nachgucken, April, Mai müsste das gewesen sein. Mai waren wir in New York. April müsste das gewesen sein. Die Woche vor New York habe ich, glaube ich, den PR gehoben. Dass ich die 2,21 auf 8 bringe, das kostet mich jetzt Monate. Einfach weil ich im Wiederholungsbereich jetzt auf 8 runter hochgegangen bin, wieder bei 200 angefangen habe, 200 nach, 2,15, jetzt mal 7, nächstes Mal 2,15 mal 8. Schlau wäre dann 2,17, 2,17,5 mal 8. Ich glaube, es wird dann 2,20 mal 8 einfach versucht oder 2,20 mal 7 und dann mal 8, dass ich in 4 Trainingseinheiten die 2,20 habe. Aber ich werde alle Trainingseinheiten filmen bis dahin. Alter, ist das laut hier. Die haben Nachbarn. Hier über ist eine Wohnung. Die freut sich, wenn ich hier bin. Auf jeden Fall werde ich die filmen. Das heißt, in 10 Tagen kommt das nächste Video aus dieser Rotation, dann wollen wir das Ganze mal 8 heben. Ja. Backaufsatz mit 20 Kilo weniger. Und dann kommt schon die letzte Latro. Schön. Schöne Lat Row. Könnt ihr super am Kabel machen. Die Maschine werdet ihr nicht haben. Oder die meisten von euch leider nicht haben. Cybex Eagle. Row heißt sie einfach nur. Muss ich selber nachgucken. Das Schöne an der Maschine ist, dass ihr von oben nach unten zieht. Und dann schön Richtung Hüfte zieht. Finde ich absolut geil. Wenn ihr eine schöne Kontraktion kriegt, gerade wenn ihr die Schulter runterzieht, habt ihr schon eine schöne Vorspannung in der Schulter. Das zweite Latübung heute. Für alle, die letzten Videos nicht gesehen haben und hier einspringen, es lohnt sich auch die letzten Videos zu sehen. Es ist alles chronologisch. Es ist wirklich jedes Training der letzten 4 Wochen. Und genauso geht es auch weiter, um euch wirklich die Möglichkeit zu geben, den Progress optisch, phasentechnisch, körperfettanteil, ernährungstechnisch, mental mitzuverfolgen. Und nicht immer nur so ein kleines Häppchen, sondern wirklich live dabei zu sein. Weil mental ist eine große Rolle im Bodybuilding. Ich habe es in den letzten Videos gesagt, ich wäre jetzt gerne schon im Aufbau. Wir halten die Kalorien relativ tief, 4200. Ich habe zwar mein Cheat Meal in der Woche, aber es ist doch ein Unterschied zu 6.500 oder 7.000 Kalorien vom Nahrungsmittelvolumen oder auch vom Appetit. So, nächste Seite. Auf jeden Fall könnt ihr das jetzt schön verfolgen, bis es in die nächste Diät geht und auch natürlich da.
So, von oben nach unten. Interessant. Rechts 11, links 13. Aber ich bin absoluter Verfechter davon, nicht die starke an die schwache Seite anzugleichen, weil ich will beide Seiten ins Muskelversagen bringen. Und wenn ich mit rechts 11 im Muskelversagen habe, dann habe ich da einen intensiven Reiz gesetzt zum Wachsen. Wenn ich links mit 13 im Muskelversagen bin, setze ich da einen Reiz zum Wachsen. Und das macht jetzt für mich keinen Sinn, links nur 11 zu machen und nicht so einen intensiven Reiz zu setzen, weil ich will ja nicht, dass meine linke Seite nicht mehr mitwächst, um sich anzugleichen, sofern keine optische Disbalance besteht. Oh, schön. Das war auch die letzte Rückenübung. Geht gleich weiter mit hinterer Schulter. Hab's für mich eine Rückenübung in irgendeiner Form, auf jeden Fall kurz ins Rückentraining für mich. Weil wir bei allen Ruderbewegungen die hintere Schulter mit drin haben, machen wir da noch ein bisschen Accessoire oben drauf. Und dann geht es auch endlich los mit den Armen. Aber mein Intra ist leer. Einmal nachfüllen, 40 Gramm und jetzt nochmal 20 hinterher. Okay. 12. Oh, schön. Oh. Schöne Alternative zur Butterfly Reverse. Oh. Oh. Dicht. Vorteil finde ich hier beim Kabel, man kann immer so ein bisschen variieren, Schulter hoch, runter, Ellenbogen anders stellen, um in der Bewegung wirklich genau in die Zielmuskulatur zu kommen, die man treffen will. Ist immer ein bisschen Nacken mit drin, aber ein bisschen mehr Nacken schadet auf jeden Fall nicht. Oh. Hier gibt es auch ein bisschen mehr Volumen bei der hinteren Schulter. 3 Sätze. Mach quasi jetzt hier ein Back-Off von 22 auf 18 Kilo. Und dann mache ich nochmal ein Back-Off auf 13 Kilo. Die 13 Kilo dann wirklich im High-Rap-Bereich um 20. Ich glaube, irgendwann kommt demnächst eine Erklärung zum Deload-Training. Kleiner Tipp, wenn ihr es am Kabel macht, zieht das Kabel ein Stück raus, lasst hier eine Lücke und klemmt ihr euch beim Ablegen die Finger nicht. 51. Sich ohne Crow. Oh. Easy. Oh.
Heftig. Ein Kilo mehr, eine Rep weniger. Oh. 8 Reps. Kein Wiederholungsbereich, den ich für den Bizeps empfehle. Oh, eher 10 bis 15. Das war auch mein Ziel. Okay, 8 Reps mal 51. Letztes Mal 9 mal 50. Und dieses eine Kilo war zu viel. Ich hätte die 200 Gramm Scheibe nehmen müssen, um wieder einen neuen zu schaffen. Einfach weil der Muskel so klein ist, dass ein Kilo Sprung viel zu groß ist. Und das waren 2%. Herrlich. Okay. Ja, Rücken ist durch. Bizeps. 2 Sätze beidarmig. 2 Sätze einarmig. Ich zeige euch wieder beide Top-Sätze. Ich mache das aus dem Grund. Ich habe es in dem Video mit Justin auch schon erklärt. Es ist die gleiche Maschine, es ist die gleiche Übung, aber einarmig sitzt die ein bisschen anders. Ihr könnt den Arm ein bisschen anders drehen, könnt anders in die Kontraktion kommen. Ganz wichtig ist immer in Stretch zu gehen und nicht hier irgendwie so halbe Dinger zu machen. Stretch und dann versuchen in die Kontraktion zu kommen. Und es funktioniert einarmig noch ein bisschen besser. Deswegen gehe ich gar nicht an eine andere Maschine oder an Kabelzug oder so. Einfach weil diese Maschine wirklich, wirklich genial ist, weil sie ein geiles Lastprofil hat. Das ist immer das Entscheidende. Bei vielen Maschinen ist, gerade bei Bizepsmaschinen, ich weiß nicht warum, ist meistens unten zu wenig Last und oben zu viel Last, dass man nicht mehr in die Kontraktion kommt. Hier ist das relativ ausgeglichen. Weil im Endeffekt wollen wir ja, weil es oben schwerer wird, in die Kontraktion zu kommen, müsste es eigentlich nach oben ganz minimal leichter werden, damit wir die Wiederholung beenden können, wenn wir Richtung Muskelversagen kommen. Aber naja. Einer der letzten Kommentare, habe ich vorhin beantwortet, war auch, oder ging es darum, dass es wichtiger ist, den Stretch zu überladen. Und das ist auch so, ich habe das auch gesehen, nicht vertieft, aber gesehen, dass die Wissenschaft da jetzt hingeht, dass man sagt, okay, die Kontraktion ist nicht so wichtig wie dieser Stretch, wo die Muskulatur zerreißt. Das ist ja eigentlich klar, deswegen betonen Bodybuilder seit Ewigkeiten die negative. Ausschlaggebend war das Video mit dem Heben. Gehe ich jedenfalls davon aus, dass das Heben aus dem Video gemeint war, weil die Negative ja relativ unkontrolliert ist, heute ja auch. Wobei, jetzt bei 215 Kilo oder auch wenn es 190 gewesen wären, die Negative gezielt abzulassen und abzuschmeißen, da rekrutiert ihr schon eine Menge Muskulatur, weil ihr lasst das Ding ja nicht einfach oben fallen. Und das einfach nur kontrolliert abzulassen, werdet ihr merken, wenn die Last hoch genug ist, dann habt ihr das Gefühl, hinten zerreißt alles. Also ihr merkt, wie die Muskelfasern richtig geschädigt werden. So. Und ich habe keine Ahnung, wie viel Gewicht ich nehmen muss. Ich glaube 40. Machen wir einfach 40 und gucken gleich ins schlaue Buch. Uiuiui. Jetzt habt ihr noch einen Backaufsatz bekommen. Jetzt geht es runter auf 17,5 und dann geht es einarmig weiter. Okay. Ich glaube, das sieht man noch direkt. Da war der Ellenbogen wieder, dass der Arm jetzt schon ganz anders auf dem Pad liegt. Thank you.
Uiuiui. Das brennt. Oh. Oh. Ich weiß nicht warum, aber der Bizeps brennt bei mir immer. Jetzt kommt mir dieses Mein Bizeps brennt Lied in den Kopf. Ach, herrlich. Was alles so für ein Scheiß im Kopf hängen bleibt. Okay. Die ganze Zeit gedacht, ab der 7. Wiederholung, wie viel Wiederholung habe ich mit rechts gemacht? Wieder keine Ahnung. Es kommt, weil ich eigentlich, also jetzt ja auch, aber eigentlich alle Sätze mit dem Handy filme. Und wenn ich das dann mal nicht weiß, weil ich nicht mehr drauf achte, gucke ich schnell das Video, sonst wird das Handy nicht mitlaufen. Dann muss ich nachher mal hier gucken. Oh, so. Das war's schon wieder. Fällt mir gerade auf. Ja, gleich gibt es ganz klassisch meine Post-Workout. 3 Sätze Bauch. Ja, einmal so Pi mal Daumen 3 Sätze, so dass ich meine 50 Wiederholungen auf jeden Fall voll kriege. Ich mache es immer so. 1 Satz negativ Crunch, das sind meistens so 15 bis 20 Wiederholungen im ersten. Und dann nochmal so, ich sag mal, 10 bis 15. Und dann müsste ich eigentlich noch den Rest voll machen bis 50. Manchmal klappt es in 3 Sätzen, manchmal brauche ich auch 4. Ja, gutes Training auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich war heute ein bisschen skeptisch, was Regeneration angeht. Ich merke es, das Limit ist jetzt die 5. Woche nach Wien. Die 5. Woche, wo ich die Progression so knüppel. Also wirklich versuche, auf Biegen und Brechen in allen Übungen stärker zu werden. Und es ist einfach so, je mehr Last man bewegt, desto mehr Erschöpfung kreiert man aufs zentrale Nervensystem, auf die Muskulatur. Jetzt ist mein Physio gerade im Urlaub, das merke ich auch. Ich denke, ich hoffe es nicht, ich versuche immer drum herum zu kommen, wenn ich die Frequenz ein bisschen ändere, wie gesagt, Push und Pull, nächste Woche wieder auseinander, also jetzt auseinander, jetzt startet ja gerade die neue Woche, heute Pull, morgen wäre normalerweise Push dran, das schiebe ich auf Dienstag, um morgen einmal durchzuatmen, damit ich nicht in eine Pause laufe, weil es ist einfach so, wenn man immer Gas gibt und versucht immer stärker zu werden, läuft man unweigerlich irgendwann gegen eine Wand und dann will der Körper gar nichts mehr und dann macht man 3 bis 5 Tage mal gar nichts, außer ein bisschen walken und sich entspannen. Und das versuche ich immer zu vermeiden. Und dann fange ich an, das Volumen zu ändern. Das heißt, ich habe heute zum Beispiel, habt ihr jetzt nicht gesehen, aber ich habe heute nur 1 Satz gehoben. Mit Justin habe ich 2 Sätze gehoben. Im 2. Satz hatte ich jetzt mal, glaube ich, 15 mal 160. Und das habe ich extrem gemerkt in der Regeneration. Weil heute ist Sonntag. Ich ja Freitag Beine hatte. Freitag habe ich Hip Thrust gemacht. Davon ist auch, wie gesagt, der Gluteus noch gut erschöpft. Und am Dienstag hatte ich auch schon Beine. Da habe ich die RDLs gemacht, also Rumänien Deadlift. Bedeutet, ich habe 1 Satz RDLs gemacht, 2 Sätze Hip Thrust, 1 Satz SLDL, also 4 Sätze in einem Hip Hinge. Und das merke ich diese Woche extrem. Deswegen muss ich nächste Woche, denke ich mal, ein bisschen adjustieren. Aber das mache ich immer flexibel. Und das ist ganz wichtig. Und das versuche ich immer wieder auf den Weg zu geben. Und da werde ich mich 100 Mal wiederholen. Ein Trainingsplan ist nie in Stein gehauen. Wenn ihr morgens aufsteht und merkt, das wird heute nichts, dann wird es halt nichts. Na, dann macht man lieber einen Tag Pause und dafür wird es am nächsten Tag wieder richtig was.
macht absolut nichts aus. Man muss nicht ins Training gehen, weil es auf dem Plan steht. Ne? Das Beschissenste ist ein beschissenes Training. Da macht man lieber mal kein Training und dafür macht man einen Tag später ein richtig geiles Training und ballert die Scheiße weg. Ganz wichtig. So, last set. Wir wollen uns ja die Cornflakes verdienen. Oh, ich habe heute das Kokosprotein mit. Das hatte ich ja letztes Mal hierher geschleppt. Und die Cornflakes vergessen. Heute werde ich das Kokosprotein testen. Es riecht extrem gut. Ich weiß nicht, warum ich gerade so auf Kokos bin. Aber irgendwie, seitdem ich diese Raffaello Kokoschokolade, oder ist das Raffaello? Ja, Raffaello. Keine Ahnung davon. Naja, habe ich umgesteckt? Nö. Auf jeden Fall habe ich irgendwas mit Kokos gegessen. Jetzt habe ich Bock auf Kokos. Leute, ich danke für eure Unterstützung, ich danke für euren Support. Mich freut es, die Kommentare zu lesen, dass ihr das cool findet, dass wieder so viele Videos kommen, dass viel Trainingscontent kommt. Freut mich extrem, macht mir extrem Spaß. Deswegen werdet ihr jetzt auch dicht gespammt mit Videos, weil ich find's geil. Wenn ich sehe, dass ihr es geil findet, dann macht es mir noch mehr Spaß. Hab eh Bock drauf, einfach das zu machen, was ich immer mache, das zu machen, was mir Spaß macht. Trainieren, mich zerlegen und das zeigen und weitergeben. Weil ich weiß, jeden Tag steht jemand auf, der anfängt zu trainieren und die Basics lernen möchte, wissen möchte, wie es funktioniert. Und das motiviert mich, das weiterzugeben, weil mir hat es damals gefehlt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon trainiere. Puh, 21 Jahre. Und ich sage euch, vor 21 Jahren war das Wissen in einem Pumperstudio am Tresen. Da wurde das ausgetauscht. Und da wurde es nur mit Murren und Knurren ausgetauscht, wenn man mal gefragt hat, als kleiner Dünner wurde man eher belächelt. Deswegen freut es mich extrem. Wie gesagt, ich danke auch für euren Support bei ESN. Danke für die Kommentare. Und jetzt habe ich genug gesagt zum Abspann. Bis zum nächsten Video. Bedeutet übermorgen Push.